Servus Leute, zurück zu Let's Play Hex Shards of Fate. So, wir sind durch die Wüste. Wir sind auf den Spuren der Gnome und sind jetzt mitten durch die Wüste durchgewattet. Dort waren überall Knochen und sowas. Trotzdem hatten wir keine Probleme. Na gut, gehen wir in dieses dürre Stück Wüste. Sieht zwar eher aus wie eine Stadt, aber na gut. Hier ist eine Flagge. Herbert. Hallo, Herbert. Meine Güte, wie schön, hier ein unbekanntes Gesicht zu sehen. Bist du Herbert? Ich habe dein Tagebuch in dem Lager im Süden gefunden. Ja, da bin ich in der Tat. Vergib mir mein Zögern, aber meine Gruppe ist hier schon so lange gefangen und starrt auf nichts anderes als Sand. Da habe ich doch glatt für einen Moment meinen eigenen Namen vergessen. Und ihr habt auch mein Reisetagebuch dabei. Hat euch etwa Aurora selbst geschickt, um uns zu retten? Der Urquell der Hoffnung hat nichts damit zu tun. Vincent hat mich geschickt. Gelobt seien die Heiligen, ihr kommt gerade rechtzeitig. Unsere Vorräte gehen zur Neige. In ein paar Tagen hätten wir unsere Finger und Zehen gegessen, um zu überleben. Wir können hier nicht verweilen, doch fürchten wir auch gen Süden zu ziehen. Ich habe gerade die Wüste durchquert, es ist nichts geschehen. Dann seid ihr auch von Kismet gesegnet, Shinare. Der südliche Teil der Wüste wimmelt nur so von Wurmoiden. Dieser Kamm ist felsig genug, um sie auf Distanz zu halten. Aber wenn wir versuchen, über den Sand zu laufen, können wir spüren, wie sie sich unter unseren Füßen schlängeln. Du hast Angst vor ein paar Würmern? Wurmoiden. Selbst die Jungen sind groß genug, um eine Kuh im Ganzen zu verschlingen. Dennoch müssten wir die Reise wagen. Bleiben wir hier, ist uns der Tod gewiss. Welchen Weg sollen wir nehmen? So wie ich das sehe, gibt es mehrere Wege, die wir einschlagen könnten. Die Baby-Wurmoiden scharen sich im östlichen Teil der Wüste zusammen. Sie sind die am wenigsten gefährlichen, aber zahlreich. Außerdem greifen sie meist in Schwärmen an. Im wesentlichen Teil geht es weniger im westlichen, aber diese sind wesentlich älter und um ein Vielfaches größer. Und das Herz der Wüste? Oh nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Oh je, bloß nicht. Das kommt nicht in Frage. Dort lebt die Mutter der Wurmoiden. Es wäre der reinste Selbstmord, ihr Herrschaftsgebiet durchqueren zu wollen. Nur ein Wahnsinniger würde es überhaupt würde das in Betracht ziehen. Aber ihr habt uns schließlich gerettet, Shinare. Da überlasse ich euch die Entscheidung. Wie viele Mitglieder deiner Gruppe sollte ich mitnehmen? Das überlasse ich ebenfalls euch. Es wäre vielleicht sicherer, wenn ihr mehrmals hin und her gehen würdet und immer nur ein paar von uns mitnehmen. Oder ihr nehmt alle auf einmal mit. Ich hoffe inständig, dass euch Kismet immer noch gewogen ist und bei diesem Unterfangen ihre Unterstützung der Hand über uns hält. Los geht's. Okay. Füge in deinem Deck eine beliebige Anzahl an verschollenen Gnomen hinzu und hilf ihnen dabei, die Wüste zu durchqueren. Für je 3 verschollene Gnome, die du auswählst, werden deinem Deck automatisch 2 Ursplitter hinzugefügt. Okay, 60 muss ich transportieren. Ich glaube, wir versuchen alle 3 Wege. Fangen wir mit 20 an. Okay. Das sind anscheinend Kampfgebiete. Entweder ich kann durch die Mitte, da ist die Mutter, da sind die Älteren und hier sind die Kleinen. Okay, bringe einen Zufälligen aus dem Deck in den Untergrund. Wenn er unter deinen Kontrollen fügt der Champion oder Einheit deiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Okay. Nicht schön, aber machbar. Vielleicht. Hoffentlich. Ah, diese Musik. Da kommt wieder das Gestöhne herum. Hey, ja, ja. Was kann der? Unbegrenzt. Achso, ich kann unbegrenzt in mein Deck tun. Ja, außer Blutsplitter kriege ich da alles. Das ist ja mies. Oh. Wenn ein Blutsplitter dabei wäre, ist super. Oh. Okay. Dies ist... Oh! Okay, okay, das war bloß nicht mit aufgelistet. Na gut, dann passt ja. Oh, das ist gar nicht mehr so schlecht. Die K-
Karte ist gar nicht mehr so schlecht. Kann ich die farmen? Okay, er packt einen Wurmoiden in sein Deck. Oder, ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Wurmoiden. Okay, jetzt kommt noch ein Wurmoid. Runter in den Untergrund. Und noch einer. Alle im Untergrund. Ist das nicht herrlich? Und ich kriege keinen Mana. Ich hätte wahrscheinlich keine Probleme, wenn ich Shards bekäme. Ich habe eine gute Hand, ansonsten. Was ist denn das für ein Wichtel, Mann? Was? Wieso kann ich nicht blocken? Okay. Das erklärt's. Nein, ich brauche mehr Shards. Oh, der erste Wurmoid kommt. Oder? Nein? Drei? Kommt keiner? Was war das? Was soll das? Zum Glück hat er nicht weniger Rüstung. Nervig. Zum Glück kann ich die Würmoiden mit meinen Milchaugen killen. Oh. Ich hätte den Kampf locker gewonnen. Ich glaube, jetzt gewinne ich ihn nicht. Oh. Immer noch keiner. Ganz ehrlich, wenn die so lange im Untergrund bleiben, dann sind die auch kein Problem eigentlich. Tja, super. Freut mich. Genauso brauche ich's. Gib mir einfach gar keine Karten. Nee, das brauchen wir gar nicht mehr weitermachen. Das ist doch Mist. Keinen einzigen Schaden bekommen. Ja, und dann darf man von vorne anfangen? Super, dann ist, glaube ich, der direkte Weg der günstigste. Irgendwann besiegt man sich schon. Man kann ja oft genug anfangen. Am besten mit allen 60 durch. Kämpfe halt nur mit so Zwergen oder Gnomen. Nein, was soll das? Ich muss anfangen. Es ist immer schlecht, wenn der Gegner anfangen darf. Okay. Damit lässt sich arbeiten. Das war nicht so schön wie das letzte Mal, aber... Naja. Jetzt mal ernsthaft, diesen einen Shard, den könnte ich echt gut viermal, mehrmals in meinem... Den kann ich unendlich mal in meinem Deck gebrauchen. Nur... So, ich kann auch in den Untergrund. Tja, mach mal einen Untergrundfight. Aber ich glaube, dein Viech kommt eher raus. Nein, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Schade, dass Nori nicht wirklich stark... Ah, sehr guten Kampfspringer. Das ist blöd. Ihr zählt als Artefakt, oder? Oder farblos? Ah, ein Kommandoturm, der ist brauchbar. Damit kann ich auch arbeiten. Was? Oha. Interessant. Und nervig zugleich. Okay. Ich muss zugeben, die Gegner können was. Wenn ich jetzt was Gescheites ziehen würde, dann sähe das alles ja wieder ganz anders aus, aber
Leider war dem nicht so. Naja, immerhin kann ich mal draufhauen. Achso, du hast noch den Bonus plus 1 Leben bekommen, als du... Okay. Oh, mein Freund. Du willst nicht kämpfen. Das ist interessant. Diese verschollenen Gnome. Davon habe ich 20 im Deck. Naja, damit kann man arbeiten. Mit denen kann man auf jeden Fall arbeiten. So in der Masse machen sie auch irgendwie Schaden. Da. Kann man auch mal einen totblocken mit den Gnomen. Zängen, ja. Ist okay. Tja. Der würde gerade nichts bringen, glaube ich. Also nichts in der Form. Jetzt habe ich ein riesiges Problem, weil jetzt, wenn ich blocke, bin ich K.O. Dann verliere ich meine beste Einheit. Wenn ich den blocke, verliere ich auch was Wichtiges. Deswegen hebe ich es mir nochmal auf. Ein Segen. Okay, Lebenspunkte und eine Karte. Okay. Noch so ein hässlicher Gnome. Na gut. War zu befürchten. Okay, du zählst nicht als Artefakt. Auch zu befürchten. Das ist jetzt blöd, weil jetzt kommen ja seine... Oh. Jetzt habe ich genau das gegenteilige Problem. Jetzt kriege ich nur Schatz. Hätte ich in diesem Deck die Karte entwickeln und mehr Kommandotürme, dann wären, glaube ich, die... Was ist jetzt passiert? Das soll der einfache Weg sein. Ich habe gelesen, 20 ins Deck zu packen, ist schon eine einfache Methode. Das soll der einfache Weg sein. Und das dreimal. Ich schaff's ja nicht mal einmal. Ja, dann gehen wir mal den Weg. Lass mal hier. Du hörst, das Geräusch von der Boden zittert und den losen Sand. Etwas sehr Großes bewegt sich im Erdreich hin und her. Wurmoid, eine Einheit deiner Wahl hält diese Karte für doppelten Schaden zu. Zorn der Wüste am Ende deiner von dir kontrolliert einen Untergrund Rasen. Ich brauche da auf jeden Fall meine Brutmutter. Weil anders habe ich da keine Chance. Und ich fange schon wieder als zweites an. Das ist so giftig. Austeilen. Na gut. Ich könnte natürlich auch 60 Mal hin und her gehen. Jeweils immer mit einem. Das würde das Let's Play ein bisschen in die Länge ziehen, würde ich behaupten. Okay. Die im Erdreich werden dadurch gebufft, dass ich was ausspiele. Das ist natürlich extrem garstig. Aber wenn das Konkubani stehen bleiben würde, dann könnte ich wenigstens eine Armee aufbauen. Ja, das wäre wichtig. Gut. Gut. So. Hab gerade keine Ressourcen, um es zu tappen.
Holy moly, kommen da wieder viele raus. Vermutlich. Nori. Ab. Okay, da kommt der erste. Okay. Alles klar. Noch ein Kampfspringer. Bitte. Naja, das ist halt dann der Plan. Kaiser Itos Wille wird's wieder werden. Vermute ich. Oh, wie viel Raserei hat er denn? 2. Kann man machen. Ja, bringen sie in den Untergrund. Es müsste eine Karte geben. Ja, verdichte alle im Untergrund. ja. Gönne ich mir einmal. Im Moment ist einer bloß. Für jeden Genar in deiner Krypta. Oh, vielleicht hätte ich den nicht ausspielen sollen. Naja, egal. Jetzt kann ich ihm wenigstens auch Schaden zufügen. Das ist nicht schlecht. Okay, jetzt kommt wieder so ein Wurmoid. Noch ein Wurmoid. Wow, der sieht groß aus. 9-4. Schnelligkeit. Die Decke. Reden und dir kontrollieren Wurmoiden zu. Okay. Einfach Massenremoval. Ja. Okay. Ja. Auch auf diesem Weg würde ich fast behaupten, no chance. Ja, dann der schwierigste Weg, wenn schon die ersten eigentlich für mich schwierig waren. Na, Stefan, bringen sie und dann gräbt sie sich ein. 3-3 und du hältst. Okay, wenn du hältst eine Aufladung. Läuft, würde ich sagen. Läuft. Die fängt schon mal mit 3 Mana an. Na, prinzipiell brauche ich in jedem Kampf eigentlich die Brutmutter. Ohne die Brutmutter habe ich gegen die keine Chance. Mit der Brutmutter. Ah, wobei, mit der Brutmutter wird es gegen die Großen schon schwierig, weil die haben. Schon wieder als Zweiter. Das ist auch ein Grund. Also, wenn ich als Zweiter anfange, kann ich sofort wieder neu anfangen. Mache ich vielleicht auch demnächst. Wenn es wieder nichts wird. Wobei, jetzt habe ich das fruchtbare Feldknäuel. Ich nenne sie immer Brutmutter, aber gut. Das würde ich auch gern haben. Einfach mal schon mit was anfangen. Ja, so in etwa. Bloß meine Kampfspringer sind nichts im Vergleich mit ihr. Oh, 60 Leben. Das ist schon mal was. Oh, Inferno. Ah, da die Uhr tickt auch noch. Die Uhr tickt. Tja. Puh. Gut, mit den Mana machst du nichts. Oh ja. Acht. Naja. Eigentlich wären ja die besser mit dem Tunneln hier im Untergrund, oder? Nee, bisher will keiner raus. Oh, da kommen sie. Wusch. Ich brauche halt einfach eine riesige Armee. Hey, ich krieg gar nicht mit, wenn Inferno zuschlägt. Das ist neu. Ich krieg immer bloß den Schaden und sie? Doch, jetzt kriegt sie auch mal Schaden. So, eine 10-9. Damit kann man arbeiten. Oh, shit. Ja, damit kann ich wirklich arbeiten. Oh Gott, das wird 5. Was sind das für riesige Würmer, die da rauskommen? Und, okay, splittermäßig hat sie noch nichts.
Ganz ehrlich, ich will den Gnom gar nicht ausspielen. Nicht, dass ich hier einen Tunneleffekt schneller trigger als notwendig. 12 Schaden. Jede Runde. Da kommt der Erste. Was kann der? Was kann der? Okay. Nix. Die können nix. Okay. Das finde ich gut. Holy moly. Und vergrabene Wurmkönigin. Was bedeutet denn das? Kann ich sie jetzt nicht mehr angreifen, oder wie? Oh, shit. Ressourcenkarte. Ich darf ja nix hier spielen. Na gut, dann kann ich auch All-In gehen. Ja, vielleicht doch nicht. Okay, ja, das ist jetzt interessant. Was machen wir da? Du hast kein Crush. Na gut, dann kann ich blocken. Eigentlich dürfte ich auch keine Ressourcen spielen. Ach, was will ich jetzt mit Ressourcen? Ja, deswegen. Wurmoid Hydra. Ja, okay. Läuft, würde ich sagen. Läuft. Dich kann ich gebrauchen. Vielleicht. Also meine Hoffnung, dass ich da noch was reiße in diesem Kampf, ist jetzt richtig gering. Richtig gering. Da kommt ja ein Riesenviech nach dem anderen. Das ist unglaublich. Da bin ich einfach überrannt. Bam. Ich habe keinen Plan, was ich hier machen soll. Ich bin überfragt. Kann ich die Menge... Kann ich die abändern? Ja. Okay, das könnte ich ändern. Aber es ist trotzdem kein Weg. Und ehrlich gesagt, ich würde dann, wenn schon, eher tacken das Deck, dass ich wirklich da durchkomme. Weil dreimal auf gut Glück, weil die können ja immer... Bei dreimal ist halt immer die Chance, dass man... Dass es nicht nichts wird. Hier... Die haben einen sehr starken Massenremoval. Hier haben sie halt einfach... Wobei, das ist immer noch die einfachste Variante. Na gut, ich überleg's mir bis zum nächsten Mal. Vielleicht schaue ich mal, was ich mit dem Deck mache. Oder ich probiere es einfach nochmal. Sehen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.